mich da jetzt einmischen, um einfach wieder Werbung für meinen Merch machen. Genau, ich auch. Bionic dabei ist alles. Seid dabei, weil wir sind ja schon dabei. Und checkt auch ABKs Merch ab an der Stelle. Das Einzige, was es gebracht hat, ist Click Money. Die Leute haben vorm Handy immer mehr Eier als im Real Life. Das ist einfach Fakt. Da hat er recht, definitiv. Ich will nicht wissen, was bei meinem nächsten Shitstorm von Mädels alles rauskommt. Späß. Als nächstes haben wir jetzt ein bisschen etwas ernsteres Thema in Anführungszeichen, und zwar haben wir gestern schon kurz drüber gequatscht, und zwar hat der ABK ein Video hochgeladen, wo er quasi über die ganze Situation Mimi und Apo Red nochmal ein bisschen so seinen Senf dazu gibt. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Mimi hat jetzt nach, ich weiß nicht wie lange es her ist, nach den ganzen Vorwürfen Apo Red und Carina, falls ihr das alles nicht abgecheckt habt, meine lieben Freunde, dann checkt das auf irgendwelchen anderen Kanälen. Ich glaube, John Broke hat das, glaube ich, alles immer sehr gut zusammengefasst in seinem Stream. Checkt es da auf jeden Fall ab. Die haben da so ein bisschen Beef gehabt. Es geht so um die Vorwürfe, dass Apo Red angeblich ein Mädchen auf einer Tour, einer YouTube-Gang-Tour, wo die so Musik gemacht haben und so, angeblich sexuell belästigt hätte, massiert hätte, Angebote gemacht hätte. Und dann gab es die ganze Zeit Videos hin und her, rechts, links, bla bla bla. Und jetzt nach 2 Monaten, wo eigentlich Funkstille war, ist der Mimi nochmal um die Ecke gekommen und will Apo Reds Glaubwürdigkeit nochmal so ein bisschen untergraben, indem er jetzt noch Videos macht, wo er einfach so ein paar Sachen, Dinge zeigt, die angeblich beweisen, dass Apo Red nicht glaubwürdig ist. Und ABK hat jetzt ein Video dazu gemacht und das ziehen wir uns jetzt rein, weil ich finde das Video extrem interessant, die ganze Thematik extrem interessant, und ja, ich würde gerne an der einen oder anderen Stelle auch meinen Senf noch dazu mit abgeben. Und ich denke mal, das wird auch gute Klicks machen. Weiß ich ganz genau, wie das läuft. Also, steigen wir rein in das Video von ABK. Und zwar heißt das Video, ich habe es mir gestern schon teilweise reingezogen, Apo Red ist immer noch unschuldig, aber Mimi nervt trotzdem weiter, jetzt sogar mit Snapchat-Kachpas. So. Die Bewertungen sind untypisch für den ABK auf jeden Fall. ABK normalerweise eine ganz krass starke Community, die eigentlich immer richtig schnell am Start ist, auch mit Support, Liken, dies, das, bla bla bla. Aber hier bei dem Thema, ich muss sagen, ich habe mir das Video gestern teilweise gegeben und ich glaube, es liegt ein bisschen daran, weil er auch ein bisschen aggro war, der ABK, aber das werden wir jetzt gleich sehen. Fetze den Motherfucker. An der Stelle muss ich sagen, ich mag ABK. ABK hat schon damals, wo ich angefangen habe mit Straßenumfragen, ich weiß noch, erste Live-Reaktion von der Straße war Apo Red Live-Reaktion, weil ich zeigen wollte, dass die Leute, wenn sie sein Gesicht nicht sehen, trotz auf seine Musik wahrscheinlich gar nicht so schlecht reagieren werden, wenn sie nicht wissen, wer das ist. Und da hat ABK schon immer meine Videos kommentiert und so, ich mag ihn. Ganzen Tag schlecht gelaunt. Was heißt ganzer Tag? Ich bin erst wieder um 18 Uhr wach geworden. Aber auf jeden Fall habe ich was gebraucht, wo ich ein bisschen mein Türkis rauslassen kann. Auf jeden Fall habe ich gesehen, dass Mimi wieder ein Video Türkis it out, geladen man. Hat. Immer noch zu diesem Upper Red Thema, oder? Bevor dieses Video anfängt, an alle Opfer, die mir jetzt sagen, der Mimi wollte damit nur zeigen, wie unglaubwürdig Upper Red ist. Ist egal, was der mir zeigt. Der kann mir immer noch nicht beweisen, dass Upper Red dieses Mädchen massiert hat. Alles, was der mir jetzt die ganze Zeit da zeigt, sind nur Sachen, die zeigen, dass der da Scheiße gelabert hat, da Scheiße gelabert. Trotzdem habe ich keinen Beweis vor Augen. Das muss man halt sagen, diese ganze Diskussion, die da abging, von Carina, Apo Red, Mimi, alle Leute, Unge, ABK, alle, die sich eingemischt haben, eigentlich am Ende des Tages sind diese ganzen Diskussionen und Videos für den Arsch. Das Einzige, was es gebracht hat, ist Click Money für die Jungs, die die Videos gemacht haben, und Mädels, und es war's, weil am Ende des Tages wird keiner von denen die Wahrheit rausfinden, so. Wenn das Ding nicht vor Gericht geht, selbst vor Gericht können Leute Meineid leisten etc. Wir werden es nie rauskriegen, außer einer setzt sich hin und sagt, außer die Carina würde sich zum Beispiel hinsetzen und sagen, ich habe gelogen, oder Apo Red würde sich hinsetzen und sagen, ich habe gelogen. Einer muss halt die, so, weißt du, wie ich meine, einer muss einlenken, aber es werden beide nicht tun. Ich sehe wieder bei Carina, so mach mir das wieder Hass zu, Alter. Jetzt Quarantäne und sprich aggressiv. Fuck mich doch nicht ab. Boah, wie schlecht gelaunt ich bin, Wunder. Gar nicht gut für Mimi gerade, oder?
Aber ist krass, wie der sich aufregt. Ja, ich meine, ich finde es auf einer Seite finde ich es irgendwie gut, dass es auch einen YouTuber gibt, der dann immer, wenn Mimi-Videos gegen ApoRed macht, dass es noch einen YouTuber gibt, der irgendwie auch, ich sag mal jetzt nicht ApoRed verteidigt oder so, aber so relativ versucht neutral zu sein, weil ich immer schon das Gefühl habe, wenn Mimi was macht, dass die ganzen großen YouTuber wie Unge und so, dass die schon alle immer auf eher so auf Mimis Seite sind. Weißt du, wie ich meine so? Ich finde es gut, dass es auch noch einen ABK gibt, der so eine andere Seite auch ein bisschen darstellt. Aber ich habe das Gefühl auf jeden Fall, dass ABK auch so ein bisschen Grundabfuck auf dem Mimi am Start hat, glaube ich, ja? Und eine Sympathie für ApoRed auf jeden Fall. Ich habe gezeigt, dass ApoRed zwar vorgibt, Carina nicht angegraben zu haben, weil er viel zu schüchtern sei und Berührungsängste bei Frauen habe. Aber wie wir gesehen haben, hat er dennoch ein wildfremdes Mädchen damals in sein Hotelzimmer eingeladen und aufgefordert, Kondome mitzubringen. Dann hat er ein wildfremdes Mädchen in sein Hotelzimmer eingeladen und gesagt, bring Kondome mit. Hat er die gezwungen? Hat er die vergewaltigt? Hat er nicht. War die minderjährig? War die nicht. ApoRed hat einen Schwanz, wollte f***en. Ich hab einen Schwanz, ich wollte gar nicht wissen, was ich nachts mit Weibern schreibe, wenn ich geil bin. Der Punkt war, dass du ganze Zeit behauptest, dass du bei Frauen viel zu schüchtern bist. Warte, lassen wir noch kurz das Argument noch. Voll die Berührungsängste hättest. Hätte jetzt gesagt, ey du, mir ist das voll unangenehm, jetzt darüber zu sprechen. Können wir es bitte sein lassen? Würden alle sagen, aha, seht ihr, der hat was zu verbergen. Ihr wollt ihn zwingen, darüber zu reden. Aber es gibt Leute, die haben ein Schamgefühl, was sowas Intimes angeht. Kann doch sein, dass er schüchtern bei Frauen ist. Wenn der jetzt direkt vor denen ist, ich bin jetzt vielleicht anders. Ich rede vor der Kamera ekelhaft und sonst was. Ey, ich hab mal mit Frauen geschrieben und denen gesagt, dass ich auf dem Chatverlauf gerade abgespritzt habe. Aber würde mich niemals trauen, dir das ins Gesicht zu sagen. Ich hab Schwanzbilder an Frauen verschickt. Okay, ich weiß, was er damit sagen will, dass man oft halt, das ist halt aber auch immer so einfach, ne? Egal in welchem Bereich, egal was es ist, ob es um Hate geht, um Hate-Kommentare schreiben, um jemanden zu beleidigen, die Leute haben vorm Handy immer mehr Eier als im Real Life. Das ist einfach Fakt, da hat er recht, definitiv. Was ich halt, wo ich halt sage, wo ich so ein bisschen skeptisch, beziehungsweise wo ich ein bisschen anders gehandelt hätte als ApoRed, wenn es nämlich so Situationen gab, also wenn ich würde immer versuchen, ehrlich zu sein, vor allen Dingen, wenn es um so eine Situation geht, wo mir sexuelle Belästigung oder sowas vorgeworfen wird. Dann würde ich mal Revue passieren lassen und bevor ich mich dann vor die Kamera setze und sage, dass ich generell jemand bin, der so Frauen gegenüber sehr schüchtern ist und hier und da, würden mir wahrscheinlich im Kopf auch Situationen kommen, wo ich das nicht war, wo ich auch mal vielleicht irgendwie meinen Spaß gehabt habe etc. Und das würde ich dann einfach in dem Video mit erwähnen. Wenn ApoRed sich einfach hingesetzt hätte und gesagt hätte, ja guck mal, damals war ich vielleicht ein bisschen mehr unterwegs. Ich habe natürlich hier und da mal meinen Spaß gehabt. Ich habe auch hier und da mal auf Instagram. So ist ja, Bro, ist ja menschlich. Das ist, da braucht man ihm nichts vorzuwerfen. Das heißt noch lange nicht, dass er irgendwie eine Frau sexuell belästigen würde, nur weil er jetzt auf Instagram mal jemanden geschrieben hat, komm vorbei, bring Kondome mit. Weißt du, wie ich meine so? Aber sich dann hinzusetzen und zu sagen, halt auf so, ich bin schüchtern und ich bin bei Frauen sowieso generell immer sehr, sehr schüchtern und ich traue mich eh nicht und so. Und dann kommen so Dinger raus, das ist halt ein bisschen Stier. Ich hätte halt versucht, von Anfang an einfach ehrlich und real zu sein. Ich stelle mir gerade vor, wenn mit mir sowas passieren würde, wie mit einem ApoRed zum Beispiel. So, das ist schon ekelhaft. Also, dass überhaupt jemand dich bezichtigt, sowas gemacht zu haben, ist schon scheiße so. Und wenn du dich dann auch noch rechtfertigen musst, musst du halt wirklich auf jedes Wort aufpassen, wenn du dann noch gegen so ein Mimi kämpfst, weil der nimmt halt jedes Wort und legt es auf die Goldwaage und der hat sich, glaube ich, seinem Leben jetzt danach verschrieben, ApoRed fertig zu machen. So, weißt du, wie ich meine? Ich bin auch schüchtern vor Frauen, bin aber dauergeil. Vor Familie, wenn die mich fragen, wie sieht's aus mit Frauen? Ich sag, nein, ich bin erst letzte Woche von der Pilgerfahrt aus Mekka gekommen. Ich hab noch nie was mit Frauen gemacht. Weil ich mich schäme, wenn ich da schüchtern bin. Aber so, wenn ich in meinem Bett bin, mit Freunden bin und so, Hass sein. Ich fessel meine Freundin nicht in der Öffentlichkeit. Und ihr denkt euch wahrscheinlich, was redet der Wetter? Ja, Mimis Freundin, Digga, sie wird in der Öffentlichkeit gefesselt von ihm oder sonst. Das hab ich auch gesehen, das finde ich halt krass. Es ist halt aber jedem seins, ne? Man kann nur seine eigene Meinung dazu sagen. Meine eigene Meinung wäre dazu, das würde ich niemals machen und ich finde das irgendwie komisch so, aber jeder hat einen anderen Fetisch oder jeder hat eine andere Vorlieben, sag ich mal, weißt du, wie ich meine? Die Freundin halbnackt in der Öffentlichkeit. Ja, und was soll schlimm daran sein? Ja, und was soll schlimm daran sein, dass ApoRed mit Weibern gepackt hat und mit denen damals geschrieben hat? Der findet das schlimm, du findest das schlimm, ich find's auch nicht. Das hat halt alles einfach gar nichts mit dieser Carina-Situation zu tun, meiner Meinung nach, oder? Sehe ich das falsch? Geil, dass du deine Frau da aufhängst, als wären wir im Iran. Leute finden auch nicht geil, was ich auf YouTube mache. Nachdem du die ganze Zeit Vorträge darüber gehalten hast, wie schüchtern du bist, haben sich einige Mädels bei mir gemeldet, die ganz schockiert über diese Aussage von dir waren. Zum Beispiel Laura. Das ist halt krass, das ist halt ekelhaft, ja. Boah, wo ich das gesehen habe, da dachte ich mir so, ach du Scheiße, Bruder. Ist auch immer einer meiner Albträume gewesen. Wenn du mal irgendwie deinen Spaß gehabt hast, so im Bett liegst oder irgendwas und Fotos gemacht, wenn Stories gemacht, keine Ahnung. Was, eine Hurentochter?
kleine F***, Alter. Wie ich sowas hasse. Guck mal, jetzt, anstatt über diese Schlampe zu reden... Das ist krass, der nimmt halt kein Blatt vom Mund, ne? Aber das ist ABK als Kunstfigur, der ist halt einfach so. Ich glaube, privat ist er nicht so. Ich würde so niemals reden. Ich feiere das auch nicht immer, wenn er so diese Schimpfwörter mit Schlampe, Mampe, dies, das, bla, bla, bla. Aber ich finde es gut, dass er real ist, dass er echt ist und dass er halt auch mal eine andere Facette zeigt. Jeder YouTuber versucht, gleich zu sein. Jeder YouTuber versucht, irgendwie das zu machen, irgendwie nicht anzuecken, nicht anzustoßen und so. Ich glaube, ABK ist es scheißegal und sowas feiere ich immer. Der bleibt einfach so, wie er denkt, wie er ist einfach. Nicht wie er denkt, sondern wie er ist einfach. Ein Foto heimlich von UpRed macht, während er neben ihr im Bett schläft, reden die alle über UpRed. Ich hab mit UpRed gefickt, du Hurentor. Der ist halt richtig auf 180, Bruder. Man merkt es richtig, der fährt richtig aus seiner Haut raus. Was man ja eigentlich vermeiden sollte. Da, du Fasse, du Wow, Digga. What the fuck is going on here, man? Der wirkt fast ein bisschen so wie ich in meinem Treppenhaus-Video, gell? Ja, ich bin ein Assi. Was ist daran so schlimm, dass der jetzt mit einem Vibe im Bett lag, dass der mit der gefickt hat? Ihr seid doch Allmanns. Ihr wollt doch Toleranz, ihr wollt doch Demokratie, Freiheit. Aber sie war wildfremd, du hast sie im Real Life geklärt und du bist mit ihr ins Bett gestiegen. Jetzt habe ich mal eine Frage. Hast du die Nacht mit ihr als digitaler Internet-Rambo verbracht oder als ganz, ganz schüchterner Moslem? Jetzt wieder so ein... Moslem, so nach dem Motto, ja, nennst dich Moslem, aber liegst mit einem Vibe im Bett. Das wollte jetzt Mimi damit so sagen, mit dieser Aussage. Wenn Leute Allahu Akbar schreien, sich in die Luft sprengen, dann gelten die als Moslems, auf jeden Fall. Aber wenn einer Alhamdulillah und Bismillah sagt und dann unter Chaya im Bett liegt, dann ist er kein Moslem, oder was? Was wollt ihr? Ihr Spasti-Medien, Alter. Ja, da schreibt einer Major292. Haha, ja, er hat aber recht. Ja, Bruder, was willst du machen? Wie oft haben Leute recht und werden trotzdem... Also, weißt du, wie ich meine? Es geht ja nicht immer darum, ob du recht hast oder nicht. Manchmal kommt es auch darauf an, wie du Sachen mitteilst. Weißt du, das musste ich auch lernen. Oder kommen wir zu Tina, die eine von vielen Mädels war, die du versucht hast, zu einem Dreier zu überreden. Ein Dreier ist doch geil! Wie viele Milfs, Weiber und so habe ich angeschrieben und denen gesagt, geil, wenn du Strumpfhose trägst, geil, wenn du Rock trägst. Boah, ich wichse. Ja, schick ein Bild, wo du das und das trägst. Sogar Transen finde ich geil. Der sieht auch ein bisschen... Also... Irgendwie sieht der voll, also er sieht, boah, ist ein bisschen unangenehm anzugucken, so. Er ist ein bisschen eklig, ja? Weißt du, ich meine so, ich mag ABK, aber in dem Video ist ein bisschen unangenehm, ja? Und alles geil, was nicht bei drei auf dem Baum ist und volljährig ist. Und wenn ich so ein UpRed angucke, wie geil gepflegt er aussah, ich würde mich sogar mit denen in ein Bett legen. Ich glaube, er hat sich halt emotional einfach reingesteigert und das spüre ich halt. Wie es dazu kam, ich hatte ihn irgendwie auf Snapchat und ich wusste es nicht, aber schon mega lange. Einmal hat er irgendwie so einen Post gemacht, ja, wer aus Hamburg kommt, schreibt mir. Aus Spaß eigentlich einfach nur, habe ich dem halt geschrieben, ja. Aus Spaß einfach nur habe ich ihm geschrieben halt, ja. Ich glaube halt auch nicht, diese ganzen Chatverläufe von Mimi und so, die er da auspackt, ne, da kommen jetzt auch noch ein paar und diese ganzen Sprachmemos und so. Man weiß ja auch nicht, selbst wenn es diese Chatverläufe gibt, diese Mädels, die da schreiben oder reden, die können genauso einen Abfuck auf UpRed haben, das kann genauso geskriptet sein, die können genauso einfach irgendwas sagen, so. Das jetzt als Argumentation zu benutzen, um UpRed unglaubwürdiger zu machen, um zu sagen, dass er ein anderes Mädchen sexuell belästigt hat, Bruder, wenn das deine Intention ist, wenn du dir dein Leben dessen jetzt verschrieben hast, einen anderen Menschen schlecht zu machen aufgrund einer Vermutung, wo du nicht mal vor Gott am Ende des Tages sicher sein kannst, ob das stimmt oder nicht stimmt, ne? Das zu machen, Bruder, da musst du schon richtig kaputt für sein, meiner Meinung nach so. Da muss man schon richtig kaputt für sein, also das ist meine persönliche Meinung. Ich werde sowas menschlich niemals nachvollziehen können, niemals. Vor allen Dingen, wenn man die Wahrheit noch gar nicht weiß. Seit wann... Ach, Menschen spielen Gott, Bruder, weißt du, wie ich meine so? Menschen spielen Gott, verurteilen andere Menschen. Ist so ekelhaft, ja. Haut's, aufregen wir den Mann. Aus Spaß habe ich dem geschrieben. Dabei noch so voll am Stöhnen, Alter. Aus Spaß, ne? Boah, richtig sexistisch wird dieses Video, ich freue mich schon. So sah das dann bei WhatsApp aus. Die haben erst über Katzen geredet und eine Minute später wollte er einen Dreier klären. Das war richtiger Fucky früher, das war... Ich hab nicht verstanden, wo der in seiner Haram-Zeit war. Ich kenne den leider jetzt, als wo er so richtig auf Ache ist, wo der gerade aus Umrah wiedergekommen ist. Jetzt ist das für mich langweilig. Ich hätte ihn gerne kennengelernt zu der Zeit, wo der Weiber nach Dreier fragt. Dann hat sich noch Samira bei mir gemeldet und mir folgenden Chat vorgelesen. Nice, nice, meine Freundin, ich finde nicht heute, wir teilen alles.
Ich so, what the fuck? Also Leute, was will er von mir? Wenn du dich fragst, was will er von mir, dann block, ignoriert den und lösch einfach. Normal, die Mädels schreiben nur, damit die solche Aufnahmen machen können. Ich kenne das doch, die sind so ekelhaft heutzutage. Die schreiben dir auf Snapchat, hey, hey, dies, das, bla, 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 so und so und so. Und die wollen nur etwas aus dir herauslocken, damit die das dann irgendwie abfilmen können, aufnehmen können und dann irgendwann mal gegen dich verwenden können, wenn vielleicht ein Shitstorm auf dir ist oder so. Ich will nicht wissen, was bei meinem nächsten Shitstorm von Mädels alles rauskommt. Späß. Das Aufnehmen, wie die so mit dem schreibt. Ninja, der hat mir das geschrieben, der ApoRed. Du bist eine Fotze, bist du. Guck mal, wie ekelhaft das ist. Stellt euch jetzt mal vor, ApoRed hat jetzt, keine Ahnung, eine Beziehung oder sonst was. Dann werden jetzt Sachen ausgegraben, die irgendwann mal vor Jahren stattgefunden haben. Die arme Person, die mit ApoRed jetzt in einer Beziehung ist. Denkt ihr auch mal an sowas? Die Arme, wie mal welchen Schlampen, mit denen er mal vor weiß ich nicht viel Jahren geschrieben hat. Ja, der hat mir mal geschrieben, der ApoRed. So richtig stolz das sagen. War richtig von Max, dass ihr die Lara ist. Das Ganze öffnet nun noch eine viel Sowas passiert so oft, ne? Ich weiß nicht, ich habe früher mal ein Mädel kennengelernt und ich habe die einen riesen Fehler gemacht und die auch auf Social Media präsentiert und meine Community gezeigt und so. Und dann aus dem Nix kamen dann Jungs aus derselben Stadt, wo sie auch herkommt, und haben mir versucht einzureden, was sie angeblich für eine Schlampe ist und so, ne? Obwohl es gar nicht gestimmt hat, einfach nur um einen negativen Vibe reinzubringen, so. Also es gibt Menschen, die nehmen sich zur Aufgabe, Beziehungen kaputt zu machen, andere Menschen unglücklich zu machen, Digga. Ich weiß nicht, was mit den Menschen vor Gott passiert, aber ich bin der Meinung, dass am Ende des Tages schon noch Gerechtigkeit gibt, ja. Interessantere Frage, wenn man bedenkt, wie oft er den Islam mit reinzieht, um glaubwürdiger rüberzukommen. Ne, wie gesagt, ich bin Moslem, ich bin vom Islam überzeugt, ich bin sogar konvertiert, ne? Ich bin nicht mal als Muslim geboren oder aufgewachsen. Jetzt wollen wir alle mal sehen, wie komisch du argumentierst, wie das hier mit dem Islam zusammengeht. Der hat doch selber gesagt, dass der konvertiert ist. Ey, der ApoRed sitzt da mit einem... Aber auch konvertiert hin oder her. Warum nimmt sich überhaupt ein Mensch das Recht raus, über einem anderen Menschen seine Religion oder seine Verbindung zu Gott oder wie er seine Religion auslebt oder wie er seine Religion nicht auslebt? Wer nimmt sich, also mit was für Mut, beziehungsweise wie kann das sein, dass du dir das Recht rausnimmst, über eine Beziehung von einem anderen Menschen zu Gott zu urteilen? Weißt du, wie ich meine so? Das ist doch dem und Gott seine Sache. Wie er seinen Glauben auslebt oder nicht. Was hat denn das jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Nur weil ich jetzt vielleicht mal auch Sex hatte, weil ich mal Spaß hatte. Ich hatte da auch so Sachen, ja. Und jetzt? Darf ich jetzt abends nicht mehr beten oder was? Darf ich jetzt nicht mehr versuchen, ein guter, in seinem Fall Moslem zu sein oder wie? Der ist in einem Livestream und jetzt sagt Mimi, ja, der ApoRed nutzt das bei Gott schwören für seine Glaubwürdigkeit aus. ApoRed wird durch das bei Gott schwören weder mehr noch weniger... Ich kann voll verstehen, warum ABK sich so krass aufregt, weil hier wird gespielt mit ganz vielen ekelhaften Sachen. Sexueller Missbrauch, Religion, das ist so ekelhaft. Also da wird mit ganz ekelhaften Mitteln gespielt, so finde ich. Das sind Themen, die haben da gar nichts zu suchen. Und vor allen Dingen, es bringt uns die Wahrheit nicht näher, so. Glaubwürdig. Ich schwöre bei Gott, ich habe das nicht gemacht, ich habe sie nie gesehen. Und dass du gelogen hast, während du auf Gott schwörst, habe ich ja auch schon im letzten Video bewiesen. Das Problem ist, du schwörst auf alles, weil dir Schwüre offensichtlich nichts bedeuten. Oh, der hat im Nebensatz gesagt, ich schwöre bei Gott. Das ist ruhig nebenbei, wie wenn wir Kanaken sagen, Wallah Bruder, ich schwöre, ich fick den gleich, ja? Am Ende, der fickt den gar nicht, der macht gar nichts, der ist mit dem Best Friend sogar noch. Das ist doch heutzutage alltäglicher Sprachgebrauch der Jugendlichen, dass die so reden mit... Und aktuell kann man... Das ist auf jeden Fall Fakt, da hat er recht, aber ich find's auch nicht nice. Also ich dieses Wallah und Schwören auf Mutter und auf Gott und auf dies und auf das... Einfach nicht machen so. Weißt du, wie ich meine? Respekt haben vor seiner Mutter, vor Gott, vor diesen Sachen und einfach nicht einfach so random drauf schwören. Auf keinen Fall. Beziehungsweise einfach gar nicht machen. Gott sieht eh, was du in deinem Herzen fühlst oder nicht, ob es wahr ist oder nicht. Nichts mehr kommentieren. ApoRed hat eingestellt, dass er bei jedem Kommentar entscheidet, ob der Kommentar unter seinem Video freigegeben wird oder nicht. Deswegen sind die neuesten Kommentare schon wieder ewig alt. ApoRed Opfer an dieser Stelle, da hat Mimi einfach recht. Das sind Sachen, die sind auch öffentlich, da kann Mimi ruhig ApoRed für ficken. Dieses Kommentare löschen, Likes, Dislikes ausmachen, ist Opfer, weil das macht Spaß. Ich schreibe wieder Ticks und Hass, weil ich an Michael Adrian denken muss. Nee, aber ich finde es auch, ich finde auch so Kommentare, dies, das, ausschalten und so, muss nicht sein. Ich lasse auch immer an, egal, ich habe so viel Hate gekriegt, selbst bei dem einen Video, wir wissen alle, über welches Video ich rede. So, selbst bei dem Video habe ich alles angelassen. Ich muss mich ein bisschen größer machen, gell? So ist besser. Habe ich alles angelassen, weil am Ende des Tages, Mann, Dicker, so, du kannst es zwar verbergen, aber du selber siehst es ja trotzdem, ne?
Das ist alles so Muschi-Verhalten. Guck dich doch mal an, du scheiß Hure. Junge, was ist mit deinem Gesicht passiert, ja? Er zeigt hier eine Szene, wo KS-Typ und ich vor 5 oder 6 Jahren Mädchen hier beleidigt haben. Sie hat uns gar nicht gehört, weil wir bewusst das Mikrofon deaktiviert haben. Carla, sie sagt, dass das Mikrofon... Ja, guck mal, genauso hier dieses Beispiel jetzt so. Ja, Tamam, das ist jetzt das Mädchen anscheinend aus dem Livestream, wo die da dieses Mädchen, wo die da mit KS-Freak, Chat Random, Chat Roulette da Leute beleidigt haben, so, ne? Aber woher willst du wissen, dass dieses Mädchen jetzt das nicht einfach nur so schreibt, weil sie jetzt Apo Red vielleicht auch nicht mehr mag, weil sie vielleicht das Video irgendwann entdeckt hat oder so? Woher willst du das wissen? Woher, also es kann doch genauso gut sein, dass das Mikrofon aus war. So. Das ist kein Beweis. Die ganze Zeit an war. Ey, halt's Maul, Alter. Wenn das Mädchen das jetzt gehört hätte, was Upred und KS-Freak damals da gesagt haben, der hätte das doch schon längst in den Chat geschrieben oder einfach die beiden Leute weggeklickt. Ihr sitzt doch nicht da und guckt jemanden einfach so an, während er euch beleidigt. Sie war nicht eingeweiht und Upred hat das einfach ohne ihr Einverständnis unzensiert hochgeladen. Sie hat erst davon erfahren, als sie in der Schule ganze Zeit mit den dummen Sprüchen konfrontiert wurde. Das kann auch einfach nur Gelaber sein. Das ist kein Argument, nix. Es ist unnötig. Dieses Video dient einfach nur dazu, um einen anderen Menschen schlecht zu machen. Glaubwürdigkeit wegzunehmen. Nicht mehr und nicht weniger. Da ist nicht ein einziger Beweis drin. Da ist nicht ein einziges Totschlagargument. Ist unnötig. Einfach nur unnötig. Ich werde das Video trotzdem so hochladen auf dem zweiten Highlight-Kanal, wie ich vor allem spätestens, wo das Video online war und ihre ganze Klasse sie angeblich gemobbt hat, wäre jeder normale Mensch, den das wirklich stört, rechtlich dagegen vorgegangen. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass man sich da so beleidigen lässt, dann von der ganzen Klasse noch gemobbt wird und nichts macht, gar nichts sagt. Motto, die eine lässt sich gegen ihren Willen anfassen und die andere lässt sich gegen ihren Willen beleidigen. Wie wäre es heute, die Frauen noch darstellen? Jetzt lauf mich abzufangen, von was für Frauen reden wir eigentlich gerade hier? Aber die Leute haben nicht mal einmal richtig ihr Gesicht verzogen oder auf diese Beleidigung reagiert. Warum? Weil sie uns nicht gehört haben. Echt? Junge, was hast du für Haare, du Missgeburt, Alter? Was hast du für Haare, du Missgeburt, Alter? So viel zum Thema, die haben euch nicht gehört. Ja, wow. Sie kennen sind. Das kann doch jetzt trotzdem voll der Zufall gewesen sein. Wie viele YouTuber gibt es, die jedes Mal sich so durch die Haare streichen und mich dabei sogar noch geil machen? Man hat so auf... Und mich dabei sogar noch geil machen. Du bist am Arsch, Digga. Ich feier dich dafür, aber ist einfach drauf scheiß, Bro. Zeit. Das ist doch normale Körpersprache. Kennt ihr das, wenn ihr so irgendwie vorne in der Klasse steht, euch alle angucken und dann denkt ihr, boah, wohin mit meinen Händen? Wie bewege ich mich? Wie mache ich was? Dieses, wenn der auf den Zeitpunkt, dass ich so durch die Haare geht, das kann doch normale Körpersprache gewesen sein, ohne dass er den gehört hat. Das ist jetzt wieder so eine typische Aussage von Mimi, wo dann wieder kommt, Upright sagt, nein, Mikrofon war aus. Mimi sagt, nein, Mikrofon war an. Das ist jetzt wieder so Aussage gegen Aussage, so Standard. Und ich muss mich da jetzt einmischen, um einfach wieder Werbung für meinen Merch machen. Genau, ich auch. Bionic dabei ist alles. Seid dabei, weil wir sind ja schon dabei. Und checkt doch ABKs Merch ab an der Stelle. Du bist einfach ein Lügner, der sogar den Islam und seine Eltern ausnutzt, um seinen Arsch zu retten. Und ihr denkt jetzt vielleicht, Moment mal, warum redet Mimi jetzt ganze Zeit vom Bombenprank statt... Was ich noch ergänzen wollte, das hat alles überhaupt nichts mit dieser Carina zu tun, ne? Mit Carina? Ja, weil man hier sieht, dass ApoRed aktuell immer noch alles Erdenkliche zusammenlügt, um gut dazustehen. Nein, einfach nur, weil du Carinas Vorwurf... beweisen kannst, versuchst jetzt vom eigentlichen Thema abzulenken. Aber ey, immerhin... Ich schwöre, ist so, Claudia Run, ist so. Ist so. Es kann am Ende was rauskommen. Keine Ahnung. Am Ende kommt raus, dass Mimi sie eigentlich sexuell belästigt hat. Weißt du, ich meine so, es kann alles rauskommen. Mimi gemerkt, weil sonst würde der ja nicht ablenken wollen. Oder warum musst du dem ursprünglichen Thema ausweichen? Eben weil dir dafür die Beweise ausgehen, die du halt niemals hattest. Aber Mimi, ich kann deine Beweggründe für diese schäbigen und kaum erträglichen Videos auch verstehen. Weil ich wäre auch hart abgefuckt, wenn ich jemanden einer Tat bezichtigt hätte, die ich im Nachhinein nicht beweisen kann. Ja, ach so, Freunde, an der Stelle noch nicht vergessen zu folgen auch, ja? Bisschen Follower da lassen. Wir müssen hier mal ein bisschen stacken wieder. Folgen, abonnieren, teilen, liken, du weißt schon ganz genau, wie das läuft. Nur weil du erstens nicht mit dabei warst und zweitens immer noch keine tatkräftigen Beweise hast. Weil es geht uns allen immer noch darum, ob ApoRed jetzt sexuell belästigt hat oder nicht. Mimi versucht jetzt einfach auf Kampf weiterhin die Glaubwürdigkeit von ApoRed zu ficken, aber beweist uns damit immer noch nicht, ob ApoRed jetzt schuldig ist oder nicht. So. Ja, ist Real Talk. Ist Real Talk. Die einzige Intention von Mimi ist wahrscheinlich einfach nur ApoRed noch mehr fertig zu machen, noch unglaubwürdiger darzustellen, dass er halt besser dasteht so. Das ist das Game, meine lieben Freunde. So läuft das. Ich muss ganz ehrlich an der Stelle sagen, so ein ApoRed, ich weiß ja am Ende des Tages nicht, was wirklich vorgefallen ist oder was nicht vorgefallen ist. Aber dass so Vorwürfe überhaupt im Raum stehen gegenüber jemandem, macht mich ein bisschen traurig, weil ich mir vorstelle, ich versetze mich dann in die Lage rein und ich mag, also ich kann, nee, Digga.
Also wenn ich mir vorstelle, dass jemand mir vorwirft, dass ich jemand anderen sexuell belästigt hätte und ich weiß im Herzen, dass es nicht stimmt und ganz YouTube redet darüber, überhaupt darüber zu reden, ohne jetzt zu sagen, ja, das ist wahr oder das ist nicht wahr, einfach nur, dass die Leute darüber reden, ist schon so ekelhaft. Wenn ich mir vorstelle, meine Mutter guckt alle Videos über mich oder wo ich irgendwas mit zu tun habe, so, und meine Mutter zieht sich dann rein, wie irgendwelche anderen Leute darüber mutmaßen, ob ich ein Mädchen sexuell belästigt habe, Digga. Weißt du, wie ich meine? Das ist traurig, Mann, Alter. Ich wünsche auf jeden Fall viel Kraft, ApoRed. Guck mal, ich weiß nicht, ob es war oder nicht. Weißt du, wie ich meine? So, ich bin auf keiner Seite, keine Partei. Aber allein dieser Fakt, dass über ihn darüber geredet wird, ohne jetzt zu wissen, ob es war oder nicht, das macht mich ein bisschen traurig. So, Grüße gehen raus. Ich wünsche dir viel Kraft, Digga. Lass dich davon nicht unterkriegen. Ich weiß, du bist ein stabiler Dude. Du hast deinen Weg gegangen und du wirst ihn auch weitergehen, Bruder. Auch wenn irgendwelche Hater dich abfucken wollen. Weißt du, wie ich meine? I don't like that, man. Yes, fellas, das war's gewesen mit dem Video. Thank you.